ihr Tod. Alles wird geboren und alles stirbt. Das ist der Lauf der Welt. Ein ewiges Auf und Nieder. Aber die Seele, die im Leib zu Gast ist, wurde nicht geboren und wird nicht sterben. Sie war schon immer und wird immer sein. Rein ist sie. Die Welt überwinden, um die Seele zu befreien.